Meine Damen und Herren, am heutigen 5. Dezember ist der Tag des Ehrenamtes. Ein Tag, an dem wir hier im Burgenlandkreis, in ganz Deutschland und darüber hinaus Menschen ehren, die sich in der Gesellschaft ehrenamtlich engagieren. Normalerweise würde heute dieser Saal gefüllt werden mit Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern. Wir wählen jedes Jahr eine besondere Gruppe aus, die hier zusammenkommt und die wir würdigen können. Und in diesem Jahr sollten es die Blaulichtorganisationen sein, also die Vertreter unserer Freiwilligen Feuerwehren, des DAK, der Johanniter, der Malteser, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft und des THW, die sich das ganze Jahr über vor allen Dingen in Notlagen engagieren. Corona-bedingt kann das leider nicht stattfinden und deshalb wechseln wir jetzt in eine digitale Variante und machen aus dem Tag des Ehrenamtes eine Woche des Ehrenamtes, in denen wir Ihnen verschiedene Engagierte aus diesen Blaulichtorganisationen vorstellen. Und am Ende unsere Kolleginnen und Kollegen, die im Hauptamt das Ehrenamt stärken und Ihnen im Ehrenamt Unterstützung geben wollen. Herzlichen Dank allen, die sich ehrenamtlich engagieren und in diesem Jahr ganz besonders denen, die in den Blaulichtorganisationen tätig sind. In diesem Jahr stehen die Blaulichtorganisationen im Vordergrund. Diese ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sind nicht nur gemeinnützig unterwegs, sie riskieren auch bei jedem Einsatz ihr Leben für das Wohl anderer. Also ich glaube, dass das Ehrenamt nicht zuletzt eine sehr wichtige Funktion für jeden Einzelnen, der sich ehrenamtlich engagiert hat, weil er sich in einer Gemeinschaft für sein Tun bestätigt fühlt, Anerkennung genießt und sich damit in seinem sozialen Umfeld auch wohler fühlt. Das ist also in erster Linie etwas, was jeder auch für sich selber tun kann und nicht nur für die Gemeinschaft. Aber natürlich hat es auch ganz wunderbare Wirkungen für die Gemeinschaft. Überall dort, wo der Staat nicht handeln sollte oder nicht handeln kann, auch weil nicht alles bezahlt werden kann, hilft das ehrenamtliche Engagement. Wenn ich mir anschaue, wie viel in einem Dorf oder in einem Ortsteil einer Stadt ehrenamtlich auf die Beine gestellt wird, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das alles durch Hauptamtliche mit derselben Energie und Leidenschaft organisiert werden könnte. Ich möchte heute mal die Gelegenheit nutzen, einmal Danke zu sagen, was das ganze Jahr, die letzten Jahrzehnte von den Jungs und Mädels, Frauen und Männern draußen an den Einsatzstellen oder bei der Arbeit der Feuerwehr geleistet wird. Ich denke, es kommt häufig zu kurz, mal Danke zu sagen. Ich habe die Gelegenheit oft zu Jahreshauptversammlung Danke zu sagen, aber hier möchte ich es mal so machen, dass auch die Bürger und Einwohner des Burgenlandkreises einmal davon etwas mitbekommen und vielleicht dann die Wertschätzung etwas höher ausfällt für die, die in dem Ehrenamt selbst gesundheitliche Risiken auf sich nehmen und jeden Tag für uns, für Sie da sind. Folgen Sie uns in der kommenden Woche in die erste digitale Woche des Ehrenamtes. Wir starten am Montag, dem 7. Dezember, mit dem ersten Film. Täglich wird es einen neuen Beitrag über eine Blaulichtorganisation des Burgenlandkreises geben. Fragen oder Anmerkungen zum vorgestellten Verein können direkt am selben Tag von 15 bis 16 Uhr im Chat an die Verantwortlichen gestellt werden.